zur Musik gekommen bin ich eigentlich durch meine Mutter, die Rektorin war an der Musikhochschule in St. Petersburg. Und meine Schwester, die Pianistin ist, mit der spielen wir sehr oft. Und eines Tages, da war ich 4, saß ich vor dem Fernseher und es spielte ein Geiger im Fernsehen. Und meine Mutter hat mir die Begeisterung angesehen in meinem Gesicht und hat gesagt, dem bringe ich doch eine Geige. Und dann ging alles los. Ich war 4,5 Jahre alt. Musik bedeutet für mich alles. Musik bedeutet für mich Leben, Glück, Freude, Glückseligkeit. Es ist alles in einem und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich bin auch sehr dankbar für meine Mutter, dass sie mir dieses ermöglicht hat, weil heute bin ich ein sehr glücklicher Mensch. Ich kann mich mit meinem Beruf verifizieren, anderen Leuten Freude bereiten, Kunst, Kultur und Freude weitergeben. Und das ist für mich sehr wichtig. Eins meiner größten Vorbilder ist David Oistrakh, einer der größten Geiger und Persönlichkeiten der letzten hunderte Jahre. Ich finde, er hat eine Art, wie er spielt. Es ist einfach so ehrlich und so pur. Und ich habe mit ihm Interviews gehört und ich finde, und alle seine Aufnahmen natürlich. Und ich finde einfach, wenn er spielt, dann merkt man einfach, es ist er und es ist so, wie er ist. Und das finde ich eben unglaublich. Ich hatte das Glück, Diego de Menuhin kennenzulernen. Da war ich 9 Jahre alt. Das erste Mal war es in Spanien. Es war eine ganz besondere Begegnung. Ich war zwar noch sehr klein, habe aber schon damals sehr, sehr viele Aufnahmen geschaut und gehört. Und Menuhin war für mich natürlich einer der größten Geiger dieser Zeit. Und ihn persönlich kennenzulernen, war schon etwas ganz Besonderes. Wir haben uns öfters gesehen und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Zeit mit dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit mitnehmen konnte und auch seine Erfahrungen aus seinem Leben, persönlichen Leben und auch künstlerischen Leben hören durfte und daraus auch lernen. Das war eine der ganz großen Begegnungen in meinem Leben. Ich habe tatsächlich keine Lieblingskomponisten, und zwar seit geraumer Zeit schon. Denn ich setze mich so viel mit der Musik auseinander, mit jedem Komponisten, dass jeder Komponist einfach auf seine Art faszinierend und genial ist. Deswegen kann ich wirklich keinen Komponisten hervorheben. Ich finde, wenn man tagtäglich 6 bis 7 Stunden oder mehr manchmal mit dieser Musik zu tun hat, dann findet man unglaubliche Facetten in jedem Komponisten und in jeder Art von Musik. Das Instrument, was ich spiele, ist eine Antonio Stradivari Violine von 1702 und sie trägt den Namen Brodsky. Es ist ein sehr besonderes Instrument, denn auf diesem Instrument wurde das Tschaikowski Violinkonzert uraufgeführt von Adolf Brodsky. Die Geige spielt das Konzert nicht von alleine. Das habe ich sofort versucht, wo ich die Geige bekam. Aber es ist eine unglaubliche Faszination. Ich glaube, ich kann für alle sprechen, die eine Stradivari oder so ein Instrument spielen. Die Geige ist nicht Teil meines Lebens, sondern ich bin ein Teil des Lebens dieser Geige. Vor mir haben das viele Geige gespielt und nach mir werden diese Geige viel Geiger spielen. Es ist auch eine Faszination, was diese Geige schon erlebt hat und erleben wird. Ich bin sehr geehrt, Teil dieser großartigen Geschichte, dieses tollen Instruments zu sein. Ich glaube, dass die Musikwelt und speziell die Streicherwelt so viele Facetten hat. Man kann unterrichten, man kann Kammermusik machen, man kann im Orchester spielen, man kann als Solist tätig sein. Im Moment sind meine beiden Schwerpunkte Solist und Unterrichten und natürlich auch viel Kammermusik. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Im Moment sind das meine 3 Schienen, die ich fahre. Es kann aber auch sein, dass ich mich eines Tages für Orchester interessieren werde. Ich freue mich, dass ich einen Beruf habe, wo die Vielseitigkeit so groß ist. Das sind im Moment meine Wege und wir schauen, was die Zukunft bringt. Die Beziehung zur Firma Gewer hat schon vor sehr, sehr langer Zeit begonnen. Und ich glaube, dass die Beziehung zu Gewer bei allen Musikern indirekt passiert. Weil man als Musiker Zubehör oft nie so wahrnimmt, wie es eigentlich ist. Und ich glaube, ich habe schon zu der Zeit, wo ich von Gewer nicht viel wusste, sehr viel bei Gewer bestellt. Und ich kenne auch viele Kollegen, die eigentlich unbewusst Gewer-Sachen haben, wo sie nicht bewusst sind, dass es eigentlich Gewer ist. Sehr bewusst wurde es mir dann, wenn ich auf die Kästen aufmerksam geworden bin. Das ist jetzt ein neues Modell, das ist der Air Prestige.
Den habe ich erst seit ganz kurzem und das Modell vorher war der Carbonkasten, dieser bekannte. Und ich finde, dass das wirklich ein Modell ist, was fast jeder von meinen Kollegen hat. Was ich sehr besonders finde, da man viel reist. Ich hatte früher einen Lederkasten, der war sehr, sehr schön. Wirklich ein sehr schöner Lederkasten mit Holz und so. Und ich weiß noch, einen Augenblick hatte ich am Flughafen in Amsterdam, dieser riesige Schiphol-Flughafen. Ich hatte Noten drin, Pässe drin und hatte das immer so cool auf einer Riementasche, halt den Kasten. Und irgendwann mal ist mir die Schulter fast abgefallen. Und dann habe ich gemerkt, nee, auf die Dauer kann ich das so nicht machen, weil der Kasten einfach zu schwer ist. Es ist wunderschön, aber zu schwer. Und dann habe ich dann bewusst nach einem Kasten geschaut und habe eben diesen Kasten, Geberkasten entdeckt, wo man das mit Riemen tragen konnte. Und das war für mich dann am Ende die große Erleichterung. Im Moment arbeite ich an mehreren Projekten. Unter anderem habe ich mit meiner Schwester eine neue CD aufgenommen, Emotions. Mit der sind wir jetzt auf Tour. Jetzt im Sommer sind mehrere Meisterkurse, die ich gebe, unter anderem am Mozarteum Salzburg. Da freue ich mich sehr, da war ich letztes Jahr schon. Es ist eine tolle Institution und einfach super, dort immer zu sein. Neue Studenten zu unterrichten und mit Kollegen Zeit zu verbringen. Wirklich toll. Und Salzburg als Stadt ist sowieso phänomenal. Dann bin ich in Wien unterwegs mit Meisterkursen, Berlin, Australien. Als nächste Projekte fahren wir auch nach Asien mit meiner Schwester, machen dort einige Tourneen mit der neuen CD. Schöne Orchesterprojekte stehen auch an, also viele, viele schöne Sachen, die mich in der neuen Spielzeit erwarten. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich freue mich drauf.